Dieses Video von Thorsten Butsch beschäftigt sich mit dem Thema Kohlensäure. In diesem Video schauen wir uns Erfrischungsgetränke an. Besser gesagt, die Kohlensäure darin. Und sobald ich eine Flasche öffne, sieht man, wie die Kohlensäure, also sprich eigentlich das Kohlendioxid, an die Oberfläche steigt. Gleichzeitig will ich ein bisschen untersuchen, ob, hier habe ich verschiedene Strohhalme, hier die umweltfreundliche Variante aus Metall, wiederverwendbar, waschbar, zack, dann der Klassiker, der aus Plastik besteht. Und der abhauen möchte. Mal gucken, ob ich den irgendwie dazu bewegen kann, hier drin zu bleiben. So, dann, die sind ja eigentlich verboten worden. Umweltfreundlicher soll die Variante aus Bambus sein oder aus Papier. Okay, während wir hier unsere Strohhalme haben, schauen wir uns erstmal an, wie die Kohlensäure da überhaupt reinkommt. Und die kommt tatsächlich natürlich vor. Dazu ein kleiner Ausflug. Heute bin ich am Laacher See. Dort gibt es ein Naturschauspiel zu beobachten, und zwar sogenannte Moffetten. Das sind Stellen, an denen Kohlendioxid an die Wasseroberfläche kommt. Schauen wir es uns mal aus der Nähe an. An einem gewissen Bereich am Laacher See sieht man die Kohlensäure bzw. besser gesagt das Kohlendioxid an die Wasseroberfläche steigen. Da gibt es verschiedene Stellen, da kann man sich das entsprechend angucken, wie das da an die Wasseroberfläche kommt. Sehr schön ist auch eine Stelle, da steht auch ein Schild, wo das erklärt ist, da kommen besonders viele an die Oberfläche, man nennt das Moffette, und unter Wasser betrachtet sieht das natürlich auch noch mal ganz toll aus. Das ist nicht nur ein schönes Naturschauspiel, wenn man in das nahegelegene Örtchen Wehr reist, da gibt es eine Firma, die betreibt Kohlensäurebrunnen. Befinde mich hier neben einem Kohlensäurebrunnen. Dieser Kohlensäurebrunnen, hier kommt kohlensäurehaltiges Wasser an die Erdoberfläche. Dort ist einmal die Kohlensäure in Form von CO2 gasförmig vorhanden und einmal im Wasser gebunden in Form von HCO3. Dieser Kessel hier ist ein sogenannter Entgaserkessel. Das kann man sich so vorstellen wie eine Flasche Sprudel, die man öffnet und wo Kohlensäure nach oben steigt. Auf diese Art und Weise wird die bereits gasförmige Kohlensäure, sprich das Kohlendioxid, vom Rest separiert. Aber auch die im Wasser gebundene
Kohlensäure wird verwendet. Beides wird in eine naheliegende Fabrik gepumpt. Dort wird entsprechend die im Wasser gebundene Kohlensäure noch entsprechend herausgelöst. In dieser Fabrik wird die Kohlensäure durch das CO2 entsprechend verflüssigt, damit man es in Flaschen bzw. Tanks abfüllen kann. Und von dort aus kann man es für die verschiedensten Einsatzzwecke verwenden. So, jetzt weißt du, wo die Kohlensäure praktisch herkommt und jetzt gucken wir uns mal das Ganze an. Hier habe ich meinen metallenen. Und wie man sieht, die Oberfläche ist glatt. Nur hier an den Rändern steigt etwas Kohlensäure hoch. Jetzt schaue ich mir den aus Plastik an. Hier sieht man an der Außenseite bilden sich Bläschen. Nicht viele, aber hier steigt Kohlensäure nach oben. Gucken wir uns unseren Bambusstab an. Und hier sieht man eigentlich sehr schön, hier bilden sich wahnsinnig viele Bläschen, weil die Oberfläche ist sehr rau. Und dadurch kann hier das Kohlendioxid sozusagen aus dem Wasser heraus sich hier absetzen. Jetzt gucken wir noch den Papierstab an. Und der Papierstab hat hier auch ganz viele dicke Bläschen. Auch er hat eine raue Oberfläche. Das Ganze erinnert vielleicht auch so ein bisschen an ein Experiment mit Mentos und Cola. Und zwar ist halt genau das Ding, die Kohlensäure liegt im Prinzip in drei Formen hier vor. Einmal die Bläschen, dann ist es schon Kohlendioxid. Es ist sozusagen ja, das Gas. Kohlendioxid ist aber im Wasser auch sehr gut löslich und in dem Moment, wo ich hier so eine raue Oberfläche habe, kann das Wasser gelöste Kohlendioxid entsprechend entweichen. Oder, und das macht eigentlich nur den geringsten Anteil aus, es kann natürlich auch im Wasser praktisch mit dem Wasser chemisch reagieren. Und das ist etwa 1% davon, also es ist wirklich der geringste Teil, und das wäre eigentlich die Kohlensäure. Also das ist umgangssprachlich, wird das so ein bisschen durcheinander geworfen. So viel zum Thema verschiedene Strohhalme und Kohlensäure. Wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, dann wäre ein Abo oder ein Like ganz nett. Und ansonsten sage ich Prost.